So, willkommen zu einem neuen Let's Play. Startet gleich das Intro. So bin ich erstmal eine Weile ruhig. Bis gleich. Das Spiel ist von Interplay. Von Microsoft entwickelt. Und ja, und da fehlt noch ein Dritter im Bunde. Wer ist das? Na komm. Da. 40 Great East. Und jetzt müsste eigentlich das richtige Intro starten. Fallout Tactics. Ja. jetzt könnte ich noch was hören. Eine einsame Wüste in Chicago. Ja, und wen hören wir da? Im Hintergrund hören wir Motorgeräusche. Mal Ausnahme, dass ich beim Intro was rede. Und los, was passiert hier? Haben wir. Ein Kettenfahrzeug. Mal drin aus. Und. Irgendwie Schritte. Prospekt von Chicago ist weg. Fahr weiter. Hab was Gutes gefunden? Nee. Symbol kennen wir doch. Ja, wo ist das Prospekt? Haben wir das mitgenommen? Okay, es geht die Kamera weiter Richtung Hamburg. Wenn man wild durch die Gegend. Die mal ein bisschen sehr öde aussehen. Ja. Da ist der Flyer. Chicago. Ja. Oder eher gesagt, willkommen to Chicago. Ja. Zwar nicht ganz so aus wie auf dem Flyer, aber ein bisschen wohnlich einrichten kann man das schon. So, jetzt muss ich aber langsam wirklich still sein. Jetzt wird wirklich was geredet, was auch wichtig ist. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Er stand unausweichlich am Ende des Weges, den die Menschheit für sich gewählt hatte. Jede Seite im Konflikt war optimistisch und siegessicher. Aber je weiter die Feindseligkeiten eskalierten, desto mehr sank die Hoffnung und der Zerfall der menschlichen Gesellschaft begann. Die großen Bunker wurden zum Schutz für diejenigen geschaffen, die Vermögen, Macht und Einfluss besaßen. Und für diejenigen, die ihnen das Überleben sichern sollten. Vorräte und modernste Technik stapelten sich in den Bunkern als letzte Bastion gegen die kommende Massenvernichtung. Für ihre Bewohner war die Vergangenheit verloren, die Gegenwart zerstört. Und so wandten sie den Blick in Zukunft. Der gut gesicherte Bunker Null sollte das Zentrum eines Netzwerks von Bunkern werden. Die in ihm untergekommene politische, künstlerische und wissenschaftliche Elite sollte die Bunker wieder vereinen und ihre Bewohner zu einem neuen Leben in einer neuen Welt führen. Aber nach den Bomben würde das Leben in dieser Welt nicht leicht sein. Zur Erschaffung eines postnuklearen Utopias würden die Bunkerbewohner Hilfe benötigen. Mittels neuer Technik sollte das Land, das Krieg und Nuklearwinter unbrauchbar gemacht hatten, für den Menschen wieder urbar werden.
Doch bevor die Pläne verwirklicht werden konnten, schossen schon die ersten Raketen aus den unterirdischen Startrampen und brachten erneute Zerstörung. Die Bunker verloren den Kontakt zueinander. Ganze Bunker gingen verloren. Die Überlebenden waren nun ganz auf sich allein gestellt. Nicht alle Bunker unterwarfen sich jedoch den Machenschaften des Krieges. An der Westküste Nordamerikas überlebte eine Gruppe militärischer Bunkerbewohner die Katastrophe nahezu unversehrt. Sie erkundeten das Ödland und krempelten angesichts der vor ihnen liegenden Aufgabe die Ärmel hoch. Diese entschlossenen Kämpfer bargen die in den Bunkern verschüttete Technik und studierten und kopierten sie bis ins kleinste Detail. Sie bewachten sie aufs Schärfste, wussten sie doch, dass ihre zahlenmäßige Stärke ihnen zwar Macht gab, ihre Zukunft jedoch im Besitz von Wissen lag. Nach einiger Zeit gründeten sie die Stählerne Bruderschaft. Die Bruderschaft nutzte ihr Wissen, um die Grausamkeiten des Ödlands in Schach zu halten. Sie nannten sich die technologischen Retter der Menschheit und durchsuchten jeden Winkel des Landes, ob Mutantenlager, Banditenstadt oder Bunkerruine, nach neuer Technik. Doch selbst sie konnten nicht ewig den hohen Tribut zahlen, den das Leben im Ödland forderte. Über kurz oder lang stand der Bedarf der Bruderschaft an neuen Kämpfern im Widerspruch zu ihrem technologischen Geheimhaltungskodex. Nach einer langen Debatte entschieden sich die Ältesten dagegen, Fremde an ihrem technischen Wissen teilhaben zu lassen, damit nicht wieder dieselben Fehler gemacht wurden. Und ohne weitere Diskussion befahlen die Ältesten die unterlegene Minderheit auf eine Mission in das Ödland. Supermutanten, das Fußvolk einer besiegten Armee, waren zum Rückzug über die Bergketten im Osten gezwungen worden. Die Bruderschaft konstruierte Luftschiffe und sandte die Mitglieder der Minderheit aus, um das Ausmaß der verbliebenen Gefahr durch die Supermutanten festzustellen. Bei der Überquerung der Berge kam das Unternehmen jedoch in einen furchtbaren Sturm, der das Hauptschiff ergriff und es weit aus der Bahn schleuderte. Das mächtige Luftschiff wurde schwer beschädigt. Rumpfteile lösten sich vom Hauptschiff und wurden mitsamt einigen Anführern der Expedition vom Wind davongetragen. Die wenigen, die überlebten, kämpften darum, das Schiff in der Luft zu halten. Doch letztendlich ging es zu Bruch, am Rande einer ehemals blühenden Metropole, einer Stadt, die einst als Chicago bekannt war. Angeschlagen, verwundet und zerstreut machten sie eine Bestandsaufnahme und krempelten erneut ihre Ärmel hoch, angesichts der vor ihnen liegenden Aufgabe. Die Bruderschaft hatte den umliegenden Dörfern einiges zu bieten. Sie tauschten wirksame Medikamente gegen Vorräte und Arbeitskräfte ein. Sie boten Schutz vor Gangstern im Austausch für neue Rekruten. Mit der Zeit wurde aus dem kleinen Trupp eine mächtige Armee. Geografisch und politisch von den Hauptstreitkräften der Bruderschaft getrennt, konnte diese Minderheit eine neue stählerne Bruderschaft formen. Eine Bruderschaft, die ihren Idealen besser entsprach. Die Zukunft ist im Ödland jedoch nie sicher. Eine alte Macht ist wieder auferstanden, ebenfalls entschlossen, sich dieses Land zu unterwerfen. Das Leben in der Bruderschaft wird sich sehr bald ändern. Dramatische Musik. Ja, Fallout Tactics, wie oben erwähnt in der Zeile und auch schon gesagt, das ist jetzt etwas anders als die anderen bekannten Fallout-Teile, die ja mehr reine Rollenspiele waren. Fallout Tactics ist mehr so eine Art, ja, Rundenstrategie-Spiel, Taktikspiel à la Jagged Alliance 2 oder Jagged Alliance, wie es richtig ausgesprochen wird. Wir machen mal den Schwierigkeitsort auch schwer. Normalerweise würde hier unten noch ein Gewaltfilter sein, den könnte man auch mit Editieren der einer Config-Datei einschalten. Bei mir hat es jetzt nicht geklappt, aber gut, ist eh auch egal. Grafik lassen wir so, mehr können wir nicht auswählen. Audio, interessant ist, man kann hier seine eigene Musik-Audiodateien abspielen. Das sind ganz normale MP3s, würde ich auch gerne machen, bloß ich glaube, dann habe ich gleich die Lizenzschwierigkeiten und naja, die Probleme will ich da nicht haben. Gut, genug geredet von meiner Seite und von der Seite des, des Tutorialmeisters oder des Intro-Meisters. Er hat alles erklärt und ich werde im Laufe des Spiels noch mehr erzählen darüber. Gut, wir haben hier die Charakterauswahl beim neuen Spiel. Spielladen tun wir eh nicht.
Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 5 Leute, die wir auswählen können. Schon von vornherein. Wo ich aber alle sage, die alle auch mies sind. Also, lieber einen Charakter stellen. Das mache ich jetzt auch, gut. Ja, Charaktererstellung. Werden wir gleich sehen. Dann, wir gehen an den Bildschirm weiter. Und dann werdet ihr mal sehen, wie das sich, wie man den besten Charakter hier zusammenbaut. Oder einfach mal den Charakter eurer Wünsche. Bis gleich.